Ja, moin moin und heidi ho, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Edna bricht aus. Wir haben jetzt das Dachgeschoss erfolgreich hinter uns gebracht und wollen jetzt endlich unsere Flucht weiter begehen. So, gucken wir mal, was hier kommt. Okay, dann hier haben wir erstmal einen Flur, Fenster, da ist eine Tür. Gehen wir mal zur Tür rein. Ach, schau an. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Gut, den hat man schon gesehen. Der hat sich ja drüber geärgert, dass der Fernseher... Der Fernseher ist aus. Kein besonders ansprechendes Design. Was haben wir denn hier? Wasserspender, Mülleimer und eine Monitorwand. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Blub, blub. Blub, blub. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Warum nicht? Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Gucken, was der Mülleimer uns so erzählt. Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Oskar oder Rumpel. So, reden wir mal mit dem Wächter. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Ich habe das Gefühl, der könnte bestimmt aufs Klo müssen. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja. Da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Oh. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Tüdelü. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ja, das ist wirklich so eine Sache. Das ist tatsächlich eins der Rätsel, die ein bisschen schwieriger ist. Es hat ewig gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Werden wir auf jeden Fall klären, wenn es soweit ist. Aber sagen wir es mal so, wir wollen jetzt mal ein bisschen sadistisch sein. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Ja, irgendjemand bot hier. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. So. Wow. Das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja. Ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser.
Okay, machen wir es einfach mal. Alles schön nacheinander. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf dem Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Husch. Ich hoffe, ihr müsst nicht auf Toilette, weil das wird doch so ein bisschen weitergehen. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Jeder, der dringend auf Toilette schon mal musste, weiß, wie schlimm es sein kann, wenn man dann aufsteht. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? Okay, drei haben wir noch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das Spiel musste anscheinend auf Toilette gehen. Hallo? Jo, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh. So, da sind wir wieder. Leider ist sozusagen das, was ich geschafft habe, ist jetzt weggegangen. Ein bisschen schade. Das heißt, unser ganzer Dialog, den wir gemacht haben, den habe ich jetzt wieder zur Auswahl. Ich werde das aber nicht nochmal wiederholen, keine Bange. Wir machen jetzt weiter bei dem Quälen. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Oh, das ist schon älter. Auch über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Nade. Wasser. So. Na gut. Wir kommen mit Blase anscheinend so nicht weiter. Ich gebe auf.
Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Das hatten wir eigentlich schon. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was anmalen können. Hehehe. Kann ich die Pflanze nicht anmalen? Doch. Ich möchte mit der Pflanze auch reden. Oh Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Edna. Okay. Der schreibt noch. Ich wollte ja auch den Mülleimer anmalen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. So, hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal weiter zum Flur. Düb, 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 düb. Oh, da ist ein WC. Und da ist noch eine Tür. Hier ist ein Fenster. Schauen wir mal aus dem Fenster. Ah, die Freiheit. Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Haha, was für Wortwitze. Was tust du da? Ich spreche pflanzisch. Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. Im Gegensatz zu Stoffhasen. So, Pflanze anmalen. Yay, dann schauen wir mal ins Klo rein. So. Wo kann man denn hier was Schönes machen? Haben wir hier einen Lichtschalter irgendwo? Wir haben Seife, wir haben Waschbecken, einen Spiegel und einen Handtuchspender. Benutzen wir doch erstmal alles. Wie unfair! Es verschwindet wieder in der Wand. Wasserverschwendung. Ja, lasst uns den Wasserverbrauch von Dr. Marcel in die Höhe treiben. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken. Oh, ich mag den Kleinen. Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Okay. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Oh, oh. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Boah. Na gut, hier können wir erstmal nichts tun. Gehen wir raus. So, was haben wir denn hier noch für einen schönen Raum? Ah, das sieht nach einer Küche oder so aus. Oh, guck mal, Harvey, Kaugummis. Yippie, da kommt ja wirklich was raus. Bleh, alt und ungenießbar. Oh, da ist was drin. Guck mal, Cornflakes. Schokobrötchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Yeah. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Oh, die will ich haben. Dann nehmen wir doch mal die Cornflakes und benutzen die. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Okay. Cool.
Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja. Aufmachen, Polizei! Wem galt das jetzt? Ich sag mal, der Verschlossenheit im Allgemeinen. Okay, was haben wir noch? Vitamino. Mit dem besten aus drei ausgewählten Kaninchenstellen. Ew. Okay, dann kann man das Müsli nehmen. Danke. Das ist mir zu gesund. Ja, genau. Oh, Wasserhahn. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Oh, das könnte Heinrichs Motto sein. Kaffee, schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Ja, schön, Enterprise, hi. Hatten wir schon? Was passiert, wenn ich jetzt nochmal... Yippie! Kaugummi kaum. Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Ah. Okay, ist nichts passiert. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Das können wir doch bestimmt benutzen. Die Darts fehlen. Och, Manno. Bullseye! Selber! Kann ich da was mit meinem Stift wieder machen? Kann man noch anmalen. Ich markiere mir lieber den Weg hierher. Auch gut. Wir wollen hier ja natürlich alles verschönern, was irgendwie geht. Gut, dann gehen wir erstmal wieder. Okay. Dann sind wir hier erstmal durch. Dann gehen wir weiter runter, würde ich sagen, ne? Oh, hier ist schon mal was Abgesperrtes. Da ist eine... Gehen wir mal zu der Tür. Oh. Die ist verschlossen. Sesam, öffne dich! Keine Reaktion. Na, das war wohl der falsche Spruch. Was haben wir hier noch? Was mit Elektrizität? Sieht aber ungemütlich aus. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Hey. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn's geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Damals gab es noch gar kein Pokémon Go. Hast du noch einen letzten... Achso, das hatten wir schon. Anschauen? Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Das kann ich mir vorstellen. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Mal den anmalen. Sorry, zu hoch. Toll, können wir den Stuhl anmalen? Ja, sieht man nur leider nicht. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Okay, das heißt, hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Gut, gehen wir wieder raus. Das ist auf jeden Fall kein angenehmes Zimmer, wenn ich das so sagen kann. Haben wir auch durch die Musik gelernt. Okay, hey, da sind wir schon wieder. Dann gehen wir wieder runter. Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Okay, weiter runter. Wir sind in der Lobby. Da ist eine Tür, da ist bestimmt der Ausgang. Hier geht's auch. Schauen wir uns mal das Bild an. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Wozu? Es würde niemandem auffallen.
Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Selbstläufer. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. So. Nett. Irgendwie pflanzig. Wachse, meine Kleine. Wachse. Bald schon wirst du dieses Haus und alles, was sich darin befindet, überwuchern. Okay, also so... Ich habe so den Eindruck, dass die Edna doch so ein kleines... Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch mein Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Okay, ja. Wir schauen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen, einfach mal in diesem Erdgeschoss genauer um. Ich finde, Harvey hat eigentlich einen ganz netten Schlusspunkt genannt. Und ja, wir haben ja so ein bisschen sadistisch heute mit Wasser rumgespielt. Gucken wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht, wo es hier hingeht, wo es dahin geht und vor allem, wo es dahin geht. Hier könnte der, ist der Ausgang, das kann ich euch jetzt schon verraten. Ich habe das Spiel ja schon ein, zwei Mal gespielt. Da gehen wir als letztes rein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.